Okay, es gab in 2. Chronik einen König namens Salomo. Habt ihr schon mal gehört, ne? Der weiseste König seiner Zeit, ein junger Mann, der Gott gesucht hat und Gott gefunden hat und weiser geworden ist darüber. Er hat gefastet, gebetet, ein Riesenopfer dargebracht. Warum? Weil er nicht wusste, wie er sein großes Reich regieren soll. Aber der Herr hat ihm dann Weisheit gegeben. Er ist ihm erschienen, hat ihm Weisheit gegeben und es war dann ziemlich gut. Und aus Dank und aus Begeisterung, aus Liebe zu Gott, hat Salomo dann einen Tempel gebaut. Sein Vater David, der hat schon alles Mögliche hergerichtet, die ganzen Baumaterialien, ja, Steine, Eisen, Bronze, Gold, Silber, alles was er gebraucht hat, der musste nur noch loslegen. Und das hat er gemacht. Und als er dann alles fertig gebaut hat, hat er gebetet, hat das Volk versammelt, haben sie einen Einweihungsgottesdienst gefeiert, alles prima. Gegenwart Gottes ist gekommen, sie hat den Tempel erfüllt, so gewaltig und so stark, dass die Priester gar nicht dazutreten konnten, um den Dienst zu tun, weil die Herrlichkeit Gottes den Tempel erfüllt hat. Hammer Sache, wenn du schon mal die Herrlichkeit Gottes erlebt hast, so ähnlich, dann weißt du, dass du da schon mal wackelige Knie bekommen kannst. Na, aber das war damals und wir leben heute. Naja, auf jeden Fall hat sich Salomo hingestellt und hat gebetet. O Herr, höre, wenn ein Gebet aufsteigt von diesem Ort und dies und das und jenes, hat viele Sachen gebetet. Das ist eine Sache. In der Nacht kam aber dann der Herr zu ihm und dann spricht der Herr zu ihm über diesen Tempel. Und was der Herr sagt im Traum zu Salomo, nach der gelungenen Tempelanweihung, das lesen wir jetzt mal kurz. Vers 11. Und so vollendete Salomo das Haus des Herrn und das Haus des Königs und alles, was Salomo ins Herz gekommen war, im Haus des Herrn und in seinem Haus zu machen, war ihm gelungen. Also ein gesegneter Typi. Spitze. Und jetzt Vers 12. Da erschien der Herr dem Salomo in der Nacht und sprach zu ihm, ich habe dein Gebet erhört und mir diese Stätte zum Opferhaus erwählt. Also von hier wird geopfert und von hier aus fließt Vergebung, von hier aus fließt Segen. Und jetzt Vers 13. Wenn ich den Himmel verschließe und kein Regen fällt, oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende, eine Pandemie unter mein Volk sende, und mein Volk, Vers 14 jetzt, über dem mein Name ausgerufen wird, demütigt sich. Und sie beten und suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Werken, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben und ihr Land heilen. Wer will, dass unser Land geheilt wird? Alle, ne? Ja, genau. Preis dem Herrn. Okay, jetzt frage ich euch, wer ist heute das Volk Gottes? Okay, wer ist der Tempel des Herrn? Auch wir? Also wir sind das Volk des Herrn, wir sind der Tempel des Herrn, wir sind der Leib Christi. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. So, wenn also diese Verse hier stehen, dann ist es in Ordnung, wenn wir uns von denen angesprochen fühlen. Na, denn damals war der Tempel aus Stein, heute ist er aus lebendigen Steinen. Damals war er aus Gold und heute besteht er aus Herrlichkeit Gottes, die in den Christen drinnen steckt, preis dem Herrn. Okay, so diese Verse, die sprechen also zu uns. Deswegen müssen wir die heute mal genauer anschauen. Wie können wir einen Beitrag dazu leisten, unser Land zu heilen? Und Segen zurückzuholen auf unser Land. Oder hey, auf unser eigenes Leben, falls wir da gerade nicht so gesegnet sind. Ich lese nochmal. Also wenn wirtschaftliche Probleme sich einstellen, denn schau her, wenn der Himmel verschlossen wird und kein Regen fällt, dann geht auch die Saat im Boden nicht auf. Wenn die Saat im Boden nicht aufgeht, dann kannst du nichts ernten. Wenn du nichts erntest, dann kannst du nichts essen. Oder wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen. Da wächst gerade alles, das ist alles wunderbar. Halm, Gras, Halm, Ähre, alles ist spitzenmäßig gut. Die Ernte schaut richtig dick und fett aus. Ja, wenn der Wind kommt, dann wehen die Wogen im Wind. Dann wogen die Ähren im Wind. Okay, machen die alles. Und dann kommen die Heuschrecken, plötzlich surz und knatterz und klirz. Und du siehst eine Wolke mitten am helllichten Tag und am wolkenlosen Himmel. Und die Wolke ist dunkel, die Wolke ist schwarz und plötzlich kommt sie und fällt ein auf dieses Feld. Und dann hebt sie sich wieder und alles ist weg. Nichts mehr ist da. Alles ist abgefressen. Hey, das sind dann zerstörte Hoffnungen. Wer hat ganz zerstörte Hoffnungen? Niemand. Wer investiert gern was und zum Schluss geht alles in den Bach runter? Stell dir vor, du kaufst Aktien oder kaufst sonst was. Der Firmenanteile und solche Dinge, es gibt Leute, die machen sowas.
Und plötzlich geht alles in den Bach runter. Es gibt auch heute noch Heuschrecken. Und die Heuschrecken sind jetzt nicht andere Investoren, sondern die Heuschrecken sind schlechtes Management und so. Und zum Schluss gehen Firmen reihenweise pleite. Und keiner weiß genau warum. Ja, schlechtes Management. Oder auch Staaten. Leute, Staaten gehen pleite. Also, ihr merkt schon, greife ein wenig Raum hier. Also, wenn ich der Heuschrecke gebiete, das Land abzufressen, oder wenn ich eine Pest unter mein Volk sende. Okay, gut. Also die Probleme, die wissen wir, müssen wir jetzt nicht weiter ausbuchstabieren. Wir kommen jetzt zur Lösung. Und zwar Vers 14. Und mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist. Es ist kein anderer Name den Menschen gegeben, in dem sie gerettet werden müssen, als? Genau. Ich habe gerade Apostelgeschichte, Kapitel 4, Vers 12 zitiert. Okay, über uns ist sein Name ausgerufen. Uns betrifft es. Und das Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, demütigt sich. Schaut, hier wird nicht verlangt, hör mal, dass die ganze Welt, die Welt sich draußen demütigt, die Sünder sich demütigen und wieder zurückkehren auf einen geraden Weg. Es ist schön, wenn die das tun, aber die müssen erst einmal hören, was der gerade Weg ist. Weil das ist ja heute nicht mehr selbstverständlich. Die Leute gehen heute nicht mehr als kleine Kinder in den Kindergottesdienst, jeder, so wie du und ich vielleicht früher. Ja, so, die wissen es nicht. Und Gott hält Leuten, die nichts wissen, nicht vor, dass sie nichts wissen. Ja, der verlangt von dir nicht, dass du was weißt, was du nicht wissen kannst, weil es dir niemand gesagt hat. So, das Problem sind nicht die Sünde in der Welt. Das sind nicht die Clubs und so weiter und was es da nicht alles für Dinge gibt. Ja, dunkle Diskotheken, in deren Darkrooms alles Mögliche abläuft. Hey, Gottes Segen, um die wird sich der Herr zu seiner Zeit kümmern. Es geht hier um die Christen, es geht um das Volk, über dem sein Name genannt ist. Das sind du und ich. Der Herr schaut uns an und er sagt, wenn wir bestimmte Dinge richtig machen, dann kommt der Segen und bricht durch. Fürs ganze Land. Also wenn wir uns demütigen, dann heilt der Herr das ganze Land. Wenn 10 Gerechte in Sodom sind, wird er ganz Sodom retten. Und du und ich, wir müssen jetzt schauen, dass wir die 10 Gerechten sind. Okay, und ich lese mal weiter. Und die demütigt sich, das Volk demütigt sich. Dem Demütigen gibt der Herr Gnade, dem Hochmütigen widersteht er. Ein Demütiger ist jemand, der bekennt, Herr Gott im Himmel, ich brauche deinen Einfluss in meinem Leben. Ich bin begrenzt, ich blicke oft nicht durch, ich brauche deine Hilfe. Jemand, der das bekennt und der dann den Herrn in sein Leben einlädt und sagt, Herr, komm in mein Leben, aber nicht nur in die Besenkammer, sondern auch in die Küche und ins Wohnzimmer und ins Schlafzimmer und in den Tresorraum und, ja, und in den Weinkeller und... wo war ich? Genau hier. Und sie demütigen sich. Sie erkennen an, dass sie den Herrn brauchen und sie laden ihn in ihr Leben wirklich ein. In ihr Auto, in ihre Hundehütte, in alles, überhaupt. Das heißt, der Herr hat das letzte Wort in deinem Leben und nicht du selber. Okay. Und sie beten. Schau, um zu beten, musst du dir Zeit nehmen, um zu beten. Und ich bin Pastor, okay? Und ich denke mir manchmal, hey, müsst mal wieder beten. Also ich meine, ich mache das jeden Tag natürlich, logisch, ja. Aber du fängst in der Früh an, dann liest du das, dann liest du das, dann liest du die Schlagzeilen und liest den Artikel, der da ist. Und dann, jetzt musst du schon wieder tiefer studieren. Und du hast dich noch nicht so richtig beim Herrn, ihn begrüßt und so weiter und Hallo zu ihm gesagt, ja, und ihn eingeladen in dein Leben an dem Tag jetzt. Das ist so, du kannst also mit der Beschäftigung anfangen und dann einfach immer so weitermachen, immer so weiter vor dich hinboggeln. Geht es sonst noch jemandem so? Ja, also du musst Zeit nehmen und musst den Herrn tatsächlich wirklich persönlich begrüßen, jeden Tag. Amen. Wenn ich das sage als Pastor, verstehe, dann musst du das wahrscheinlich erst recht. Ja, okay, und sie beten und suchen mein Angesicht. Okay, suchen mein Angesicht. Wie soll ich das machen? Ich kann jetzt nicht da so quasi mit Klimmzügen mich hochziehen in den Himmel. Ja, oder mich dort hinauf wünschen oder irgendwie, keiner dreht ab und ist dann in einer Vision im Himmel und so weiter. Und wie suche ich denn das Angesicht des Herrn? Was soll das bedeuten? In der Bibel bedeutet das Angesicht des Herrn suchen Folgendes. Du suchst den Herrn, du willst was von ihm hören, du brauchst eine Richtungsweisung. Und dann spricht er zu dir. Du wartest also auf ihn, bis er ein Signal zu dir sendet. Bis er dir einen starken inneren Eindruck gibt. Bis er dir über eine Sache einen großen Frieden gibt. Oder bis er zu dir aus seinem Wort spricht. Ein Beispiel sehen wir in der zweiten Chronik weiter hinten in Kapitel 20. Da gibt es den guten König Josua, Josaphat. Der gute König Josaphat, der wird plötzlich bedrängt von verschiedenen Armeen.
eine schreckliche Sache. Und das macht er jetzt. Er sucht jetzt zusammen mit ganz Israel das Angesicht des Herrn. Wie macht er das? Er ruft zunächst einmal ein, also er identifiziert das Problem. Feinde greifen mich an. Armeen greifen mich an. Ich habe ein Problem. Was macht er? Er weiß, nur Gott kann ihm helfen. Er ist zu klein und die Feinde sind zu viele. Die Armee der Feinde ist zu groß. Was mache ich? Ich muss den Herrn suchen. Ich brauche ihn jetzt dringender als je zuvor. Wenn er uns jetzt nicht hilft, sind wir geliefert. Und ganz Israel und Juda, also nicht Israel, sondern ganz Juda, das bezieht sich auf das Südreich und Jerusalem, die machen mit. Er sagt, wir fasten jetzt und beten. Und dann fastet also die ganze Stadt, ganz Juda fastet und sucht den Herrn. Sie warten jetzt auf ein Signal vom Himmel. Irgendwie muss Gott sich jetzt bemerkbar machen. Irgendwas muss jetzt passieren. Das ist so, sucht man den Herrn. Und tatsächlich, plötzlich kommt auf einen aus der Gemeinde der Geist Gottes und er beginnt zu sprechen. Fürchte dich nicht, König Josua, der Herr Gott ist mit euch, wenn ihr mit ihm seid. Und er redet da und jeder merkt, oh, das ist inspirierte Rede. Schau, denn wenn einer inspiriert redet, dann hat es was. Die ganze Gemeinde und der König, die merken, da spricht einer im Geist Gottes. Und kaum ist er fertig und verheißt dem Volk den Sieg, haben sie von Gott gehört, haben sie das Angesicht des Herrn gesucht und gefunden. Wie kannst du das machen? Du hast ein Problem. Du brauchst einen neuen Job vielleicht, weil als Folge der Pandemiepolitik jetzt du deine Arbeitsstelle verloren hast. Vielleicht ist deine Firma pleite gegangen, was auch immer. So, du suchst also den Herrn, weil du ein Problem hast. Du suchst den Herrn, weil es nicht weitergeht jetzt gerade. Du steckst fest. Okay, dann musst du eben mal fasten und beten und Dinge tun, die du ansonsten nicht magst. Nicht aus Selbstzweck. Glaub ja nicht, dass der Herr zu dir kommt und zu dir spricht, nur weil du mal ein paar Tage gefastet hast. Ich habe schon 10 Tage gefastet. Und wisst ihr, was passiert ist? Genau nichts. Hinterher sind dann gute Sachen passiert. Lang danach denke ich mir plötzlich, ja, Gott ebnet mir den Weg. Hey Leute, das hat teilweise Monate gedauert. Und in manchen Teilen, in manchen Dingen sogar Jahre. Also ich sage jetzt nicht, dass es in jedem Fall so dauern muss. Aber manchmal will der Herr dich segnen, aber du bist noch nicht bereit dafür. Das gibt's auch. Vielleicht musst du erst noch Herr werden im Nehmen, um in bestimmte Bereiche hinein befördert zu werden, auch des Geistes. Okay, meine Güte, oh Mann. Halt mal jemand die Uhr an, bitte. Und sie suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Werken. Sie kehren um von ihren bösen Werken. Und wir sagen jetzt, ja, was sind die bösen Werke? Schau, wenn uns nicht gesagt wird, was die bösen Werke sind, von denen wir umkehren sollen, dann denken wir zum Schluss, dass auch erlaubte Sachen irgendwie vielleicht böse Werke sind. Und dann sind wir uns unsicher. Und dann lassen wir die. Und dann hätten wir aber gern, aber trauen uns nicht, weil es könnte ja sein, dass der Herr das dann bestraft. Und zum Schluss engt uns unser Denken ein. Versteht ihr, was ich meine? Zum Schluss werden wir gesetzlich und selbstgerecht, weil wir bestimmte Sachen nicht machen, die andere noch tun. Also man kann da also sich wirklich verzetteln. Wovon will der Herr, dass wir umkehren? Damit er dann vom Himmel her hört und ihre Sünden vergibt und ihr Land heilt. Also wenn wir umkehren, dann vergibt er unsere Sünden und dann segnet er und dann heilt er das Land. Das heißt, du und ich, wir haben dann Auswirkungen auf Zehntausende anderer. Weil der Herr mit uns ist und weil der Herr Segen gibt. Was sind die bösen Werke? Wir gehen jetzt mal rüber zum Judas. Also nicht der Judas Ischariot, sondern der Judas, der Bruder des Herrn. Der hat einen Brief geschrieben, der direkt vor der Offenbarung steht. Okay. Und zwar unser Judas, der ein Apostel war auch, also keiner der 12 natürlich, aber ein Apostel, der wollte einen erbaulichen Brief schreiben. Der wollte eine ermutigende Predigt halten. Du packst es, der Herr ist mit dir. Yeah, ihr wisst schon, brauchen wir alle immer wieder, brauchen wir ständig eigentlich. Ne? Aber dann kommen diesem Pastor unglaubliche Sachen aus den Gemeinden zu Ohren. Und er fällt aus allen Wolken und er sagt, ja, spinnen die denn total? Und dann sagt er, Leute, ich wollte euch eigentlich einen erbaulichen Brief schreiben, aber was ich gerade gehört habe, das geht nicht. So kann man nicht leben und sich einen Christen nennen. Und dann fängt er an, vom Leder zu ziehen. Also jetzt nicht theologisch irgendwie mit Auslegungen aus dem Alten Testament, sondern der brüllt seine Hörer quasi nieder oder seine Leser. Ich lese mal Vers 3. Geliebte, da ich allen Fleiß anwandte,
euch über unser gemeinsames Heil zu schreiben, war ich genötigt, euch zu schreiben und zu ermahnen, für den ein für alle Mal von den heiligen überlieferten Glauben zu kämpfen. Also er wollte was Erbauliches schreiben, es war prima, er hatte da richtig was und er war schon dabei, fleißig, bis er dann eben auf das Schlimme kam. Vers 4. Gewisse Menschen haben sich heimlich eingeschlichen. In die Gemeinden haben sich gewisse Menschen eingeschlichen, die längst zu diesem Gericht vorher aufgezeichnet sind. Okay, Menschen in der Gemeinde, die aufgezeichnet sind zum Gericht? Hä? Also nichts mit Segen, sondern Gericht? In den Gemeinden? In den Urgemeinden? Was ist da los? Und dann erzählt er das, und was da los ist, und ich muss es jetzt mit eigenen Worten machen. Okay? Und zwar gibt er mehrere Beispiele. Einmal geht er auf die Ägypter, auf die Israeliten ein, die der Herr eigentlich nach Ägypten hinein, nach Kanaan hineinbringen wollte. Aus Ägypten herausgebracht hat und nach Kanaan reinbringen wollte. Er hat Kundschafter senden lassen, die kamen zurück mit einem guten Bericht, mit einem guten Wort. Aber dieses gute Wort wurde abgelehnt. Unglauben. Das sind Gemeindemitglieder, die grundsätzlich was auszusetzen haben an der Richtung und an dem, was die Gemeinde macht. In Israel sollte nach Kanaan und die haben gemeint, nee, ist zu schwierig, da sind Riesen drinnen, wollen wir nicht. Sie haben sich zurückgezogen und sind nicht kühn im Glauben vorangegangen. Der Herr will aber, dass wir kühn im Glauben vorangehen und immer wieder ein Risiko eingehen. Das wollten die nicht. Leute, die nicht bereit waren, ein Risiko für den Herrn einzugehen. Das erste Problem. Leute, die zurückhalten. Ja. Zum Glück haben wir eigentlich keine Probleme mit solchen Gemeindemitgliedern. Halleluja. Ja, finde ich gut. Also dieses Problem haben wir nicht. Haben wir ein anderes. Das nächste ist nämlich, er kommt plötzlich auf die Engel zu sprechen. Gott hat ihr Engel eingesetzt in den himmlischen Orten, auch über der Erde, damit die über die Menschen wachen. Aber die haben ihren Herrschaftsbereich, ihren Posten verlassen, sind sichtbar geworden und haben sich mit menschlichen Frauen abgegeben. Also das könnt ihr auch im 1. Mose nachlesen. Ja, die haben Unzucht getrieben, sind in der fremden Fleisch hergerannt sozusagen. Und Gott hat gemerkt, hoppala, die tun jetzt nicht mehr, wozu sie bestimmt sind, sondern sie treiben Unzucht mit den Töchtern der Menschen. Dann hat er sie gefangen nehmen lassen und hat sie in den Tartaros gesperrt. Ja, das ist das Gefängnis der Engel, ganz tief unten. Vielleicht habt ihr schon mal Lukas Kapitel 16 gelesen, habt ihr schon mal gelesen? Da ist die Rede vom Lazarus, vom armen Lazarus und vom reichen Mann. Und beide sterben, der eine ist in Abrahams Schoß, ein paradiesischer Ort, der andere ist im Feuer und zwischen den beiden ist eine unüberwindliche Kluft. Und in dieser unüberwindlichen Kluft ist das Gefängnis der Engel, die dort mit Ketten festgelegt sind bis zum Tag des großen Gerichts. Und er sagt, genauso wie die hinter fremden, genauso wie diese Engel und wie die Leute, die Männer in Sodom, hinter fremdem Fleisch hergerannt sind und Unzucht getrieben haben, genauso machen die das jetzt auch. In anderen Worten, die Gemeinden waren teilweise voll mit sexueller Sünde. Okay, da haben Leute zusammengelebt, die nicht verheiratet waren. Da haben Leute alles Mögliche miteinander gemacht, die nicht verheiratet waren. Und der Herr sagt, so läuft es nicht, Freunde. Na, wer sowas macht, der läuft in Gefahr des Gerichts. Und er malt es also sehr drastisch aus. Und dann geht es noch weiter. Er kommt mit Lästerern, Leute, die ständig murren, kommt da an. Okay, ich muss schneller machen, beziehungsweise nicht schneller, sondern ich muss ein paar Sachen überspringen. Wir gehen jetzt zu Vers 11. Auf den konzentrieren wir uns jetzt, auf die drei Personen, die dort vorkommen. Okay, wehe ihnen, denn sie sind den Weg Kains gegangen und haben sich für Lohn dem Irrtum Bileams völlig hingegeben und in dem Widerspruch Koras sind sie umgekommen. Auf die drei will ich noch ganz kurz eingehen. Da ist einmal der Weg des Kain, der Lohn des Bileam und der Widerspruch des Korah. Was Kain ist, das wissen wir. Ne? Was war das Problem Kains? Seine Beziehung zu Gott war nicht so, wie sie sein sollte. Er hat ein Opfer dargebracht, aber das ist nicht angenommen worden. Sein Bruder hat eins dargebracht, das wurde angenommen. Also wenn du auf Gottes Wegen wandelst, dann nimm du auch deine Opfer an. Wenn du das aber nicht tust, dann bringst du ein Opfer und er schmeißt sich mitsamt deinem Opfer raus. Im Neuen Testament gibt es auch so eine Situation, da hat Gott ein Opfer nicht angenommen. Und zwar das von Ananias und Sapphira. Ne?
Das ist im Apostelgeschichte Kapitel 5, stimmt das? Kapitel 5, Kapitel 6, nee, Kapitel 5, ne? 5, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf. Okay, die haben ein Opfer dargebracht. Aber die haben dieses Opfer nicht gebracht, um Gott zu dienen, sondern um vor der Gemeinde gut dazustehen. Die haben einen Acker verkauft, haben einen Teil behalten, haben dann so getan, als würden sie das ganze Geld bringen und dem Herrn zu Füßen legen. Und Petrus sagt, habt ihr wirklich das Geld, habt ihr wirklich den Apfel für den Acker für diesen Preis verkauft? Oh ja. Und beide fallen tot um. Erster Mann, 3 Stunden später die Frau. Ein Opfer, das nicht angenommen wurde. Warum? Weil das Motiv nicht lauter war. Weil es da echt gehakt hat bei denen. Und bei Kain kam noch dazu, dass der neidisch war auf seinen Bruder. Und er hat zu seinem Bruder, weil sein Bruder war gesegnet, dessen Geschäfte sind gelaufen. Und seine nicht. Und was ist da los? Überhaupt. Ich bin auch nicht weniger fleißig als mein Bruder. Ich arbeite sogar mehr. Ja, ich arbeite Tag und Nacht auf dem Feld draußen. Die Sache war aber die, ein Problem war, dass man ihm das nicht angemerkt hat. Als er nämlich zu seinem Bruder kam und ihn besucht hat und gesagt hat, hey komm, lass uns aufs Feld gehen, ist unser Abel einfach mitgedackelt. Und dort auf dem Feld haben sie dann geredet und dort hat er Kain seinen Bruder Abel getötet. Und als Gott ihn konfrontiert hat, wo ist dein Bruder Abel? Weiß ich doch nicht, was interessiert mich das? Ja, schau doch selber nach. Vollkommen hart Gott gegenüber, nicht bußfertig, nichts. Als Gott ihn bestraft hat und gesagt hat, du wirst jetzt flüchtig sein und unsteht auf der Erde, hat Kain gemeint, ja, oh, das ist zu schwer. Nicht, oh Herr, vergib mir, sondern jemand, der sehr mit sich selber beschäftigt war. Ja? Schwierige Type. Also wir halten mal fest, der Mann war voller Neid, aber man hat es ihm nicht angesehen. So wie Judas Ischariot ein Problemcharakter war, dem er es auch nicht angesehen hat. Ja? Jesus sagt, hüte dich vor den Menschen. Okay, Neid. Pass auf, dass du nicht auf Leute, die scheinbar gesegneter sind als du, neidisch wirst. Neid ist ein Problem. Wenn du jemanden siehst, dem es besser geht, der teurere Klamotten hat als du oder ein besseres Auto, dann sag nicht, nächstes Mal wähle ich die Kommunisten. Sondern sag, hey, der Gott, der den gesegnet hat, der kann auch mich segnen, preis dem Herrn. Ja? Blick auf zum Herrn und nicht auf das, was der andere hat. Denn du weißt nicht, was es den gekostet hat. Oder ob er es geschenkt bekommen hat. Das gibt es nämlich auch. Weihnachten kommt jetzt. Halleluja. Okay, der nächste, ganz zügig noch. Der Lohn Bileams. Bileam war einer, oh ja, der war Prophet. Der war gläubig, der hatte es drauf. Wenn der gebetet hat und gesegnet hat, dann waren die Leute gesegnet. Wenn der geflucht hat, dann sind die Leute verflucht gewesen. Und da hat ihn ein König angeheuert, Balak von Midian, der wollte, dass er das Volk Israel verflucht. Und der hat ihm einen Tresorwagen voller Geld geschickt. Und Bileam sagt, oh, so läuft es nicht. Ich kann nur sagen, ich bin nicht stark aus eigener Kraft. Meine Worte sind nicht meine Worte, sondern meine Worte sind Gottes Worte. Nur dann haben sie Kraft. Deswegen kann ich nur sagen, was Gott mir aufs Herz legt, was Gott mir gibt. Wenn ich einfach so von mir aus rede, dann sind meine Worte kraftlos. Also gut, dann bringt man ein großes Opfer deinem Gott dar und dann schauen wir mal, ob er auf uns eingeht. Aber Gott sagt, er erscheint ihm tatsächlich, dem Propheten, und er sagt, fluch diesem Volk ja nicht, denn es ist gesegnet. Und er kann auch nicht fluchen. Jedes Mal, wenn er fluchen will, kann er nicht und er fängt an zu segnen stattdessen. Bis der Balak sauer wird und sagt, Mensch, halt die Klappe, ich bezahle dich, damit du die verfluchst. Und jetzt segnest du die auch noch. Spinnst du wohl oder was? Segne sie wenigstens nicht, wenn du sie schon nicht verfluchst. Und dann denkt sich unser Bileam, also das Geld hätte ich ja schon gern, dann hätte ich ausgesorgt, ja. Aber gleichzeitig kann ich nicht gegen Gott handeln. Was mache ich da? Und dann kommt auf einen cleveren Trick. Er sagt, also gut, wenn, ich muss mir ja selber die Hände nicht schmutzig machen, aber wenn die Midianiter die Israeliten dazu bringen, zum Beispiel mit den midianitischen Frauen zu sündigen, indem sie den Baal anbeten, so Fruchtbarkeitsritus, ihr wisst schon, na, mit Fruchtbarkeitsriten, ziemliche Schweinereien, sexuelle, dann sündigen sie und wenn sie gesündigt haben, dann wird Gott sie richten. Und dieses Geheimnis, das hat er dem König mitgeteilt. Er hat Israel nicht verflucht, er hat es indirekt verflucht. Er hat ihnen gesagt, wenn ihr die dazu bringst, dass sie Unzucht treiben,
Ja, dass sie Zeugs machen mit Leuten, mit denen sie nicht verheiratet sind. Dann bringst du, dann bewirkst du, dass Gott sie richtet. Dann muss ich sie nicht verfluchen. Und Balak war begeistert, hat dem Mann eine Wagenfuhre Geld gegeben und Bileam ist davon. Er hat sich gedacht, ich habe mir die Finger nicht schmutzig gemacht. Ich habe nur gemacht, was Gott gesagt hat und ein bisschen einen Tipp gegeben. Schau, das ist ungefähr so, wie wenn du ein Ferienhaus hast und du weißt genau, da kommen jetzt ein paar Typen auf dich zu, die wollen das mieten für einen guten Preis und du weißt genau, die drehen da einen komischen Film. Oder die machen da, die rauchen da Haschisch im Wald, ja, weil keiner hinkommt. Oder so Zeugs. Und du denkst dir, naja, ich mache ja nicht mit. Also kann ich die ruhig lassen. Ich weiß zwar, was da läuft, aber vielleicht läuft es ja doch nicht. Merkt ihr was? Schau, diese Haltung, dieses, ja, ich folge zwar dem Herrn nach, aber gleichzeitig hätte ich schon gern dieses Geld. Das hat dem Bileam das Kreuz gebrochen. Der war nämlich hinterher reich. Der war wirklich Millionär. Der saß dann in seinem Gutshof drinnen. Und wisst ihr, was dann passiert ist? Dann sind die Israeliten gekommen und haben ihn im Zuge der Eroberung Kanaans kalt gemacht. Der war dann auch kein Prophet mehr, sondern ein Wahrsager. So, es ist immer gut, wenn du auch den Herrn in deine Finanzen mit einbeziehst. Sag mal jemand Amen. Okay, du sagst, ja, aber wenn ich das dem Herrn gebe, dann hab's ja ich nicht mehr. Ich denke, das ist so doof, da muss ich nichts dazu sagen. Okay, und jetzt noch ganz kurz. Korah war ein Levit, ein Rechtsanwalt, ein Bibelgelehrter eigentlich, ein Leiter. Und dieser Leiter, der hat noch 250 andere Leiter dabei gehabt. Datan und Abiram, die Söhne Rubens, also die Leiter davon, 250 Adlige, 250 hochrangige Politiker, die zu Mose kamen und gesagt haben, hey, was bildest du dir ein, dass du hier über uns herrschst und dieser Aaron da den zu Priester machst? Wir sind alle das Volk des Herrn. Und natürlich hat es gestimmt. Und auch heute sind wir alle Könige und Priester. Wohl richtig. Aber Korah war bewegt von Ehrgeiz und Eifersucht und wollte deswegen das Amt des Priesters haben. Obendrein. Das ist ungefähr so, wie wenn heute ein Politiker hergeht und sagt, hey, mir ist völlig egal, was das Gesetz sagt, ich will mich jetzt hier mal ordentlich ausleben und Leuten sagen, was sie machen sollen. Ich sage nicht, dass es das wirklich gibt, aber es ist ein hypothetischer Fall. Okay? Oder auch eine andere Situation, ja, Leute im Volk, die sagen, hey, ist mir doch egal, was die Regierung sagt, ich mache grundsätzlich, was ich will, basta. Egal, ob das jetzt Sinn hat oder nicht. Nein. Wenn die was Sinnvolles sagen, dann machen wir schon mit. Wir sind nicht die Rebellos hier, sondern wir sind diejenigen, die mitmachen. Denn wenn du nämlich in Opposition zu jemandem gehst, dann verlierst du deinen Einfluss über ihn. Okay, dann kannst du ihn nur noch zwingen in Zukunft. Wenn der aber den guten Willen an dir merkt, wenn der aber merkt, dass du im Grunde genommen auf der Seite der Vernunft bist und auf seiner Seite bist, dann hört er dich auch in Zukunft an. Amen. So, grundsätzlich machen wir deswegen bei diesen ganzen Verordnungen so natürlich brav mit. Ganz klar. Aber wir stellen deswegen das eigene Denken nicht ein. Und schon gleich gar nicht fahren wir irgendwie auf Angst und so weiter ab. Wir haben nämlich keinen Geist der Angst, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Amen. 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 Okay, und ihr Lieben, jetzt bin ich fertig hier mit meiner Kurzbotschaft. Amen. Was sind die bösen Wege, vor denen wir uns hüten sollen? Es ist einmal der Neid Kains. Es ist die Habgier Bileams. Und es ist die Rebello-Attitüde, die Murr-Attitüde von Korah. Ich lese noch einen Vers. Hey. Okay. Der allerletzte Vers. Denn hey, wer weiß, wann ich wieder vor Leuten stehe. Ja? Vielleicht lässt die Regierung ja morgen schon wieder eine neue Verordnung. Wer weiß es. Ein Vers, wo waren wir jetzt hier? Ich lese noch Vers 16, den wollte ich nämlich euch vorlesen. Schaut, das ist ganz wichtig auch noch, denn das trifft uns möglicherweise alle irgendwann. Diese sind Murrende. Also alle drei, die ich beschrieben habe jetzt. Murrende, die mit dem Schicksal hadern. Kain hat mit dem Schicksal gehadert, Bileam hat mit dem Schicksal gehadert. Kain wollte den Segen seines Bruders, Bileam wollte die Kohle des Balak und Korah wollte das Amt von Aaron, die mit dem Schicksal hadern, die nach ihren Begierden wandeln
und ihr Mund redet stolze Worte und sie bewundern Personen um des Vorteils willen. Ihr aber, Geliebte, gedenkt den Apostel unseres Herrn Jesus Christus, der vorausgesagten Worte. Amen.